Nick, du wohnst jetzt seit einem Jahr im Sunset Tower. Die lieben mich hier. Du schuldest ihnen $600,000. Okay, ich werde das irgendwie alles regeln. Und die nächste Rolle schnapp ich mir. Und wenn ich sie habe, wird sie schlagartig alles ändern. Und ich bin wieder da. Nicht, dass du irgendwo gewesen wärst. Nicolas Cage! Oh mein Gott, ich liebe sie! Okay. Er war so gut in The Rock. Was ist mit nur noch 60 Sekunden? Hast du die Croods 2 gesehen? Nein, ich bin 44. Warum sollte ich die Croods 2 sehen? Ich habe Face-Off gesehen und Con Air. Ein Angebot haben wir. Um was geht's? Du fliegst nach Südspanien. Zur Geburtstagsparty eines sehr wohlhabenden Gentleman. So was würde ich nie machen. Du bekommst 1 Million, Nick. Ich mach es. Der Typ, der das Haus gehört, wie heißt der? Javi. Falls Javi will, dass ich seine Frau vögel oder ihm zusehe, wie er seine Frau vögelt, das ist No-Go. Das ist nur bueno. Ich bin Javi. The Cage. Nicolas Cage? Nein! Das ist so scheiß cool. Ich freue mich dermaßen, dass ich hier bin. Soll das etwa ich sein? Das ist grotesk. Ich gebe dir 20.000 dafür. Was hast du da? Göttliche Inspiration. Ich hab echt Schiss. Hör zu, bei 3 stehen wir auf und hauen ab. Sie kommen! Nimm meine Hand! Du bist schwer, als du aussiehst! Ich hab einen sehr großen Kopf! Gehen Sie schon! Ich werde dich nie vergessen, Mann! Mr. Cage? Wir hätten einfach außen rum gehen können. Ja, sieht fast so aus. Ihr habt mich direkt zur verlorenen Stadt geführt. Macht euch bereit zu sterben. In diesem Tempel sind zufällig hunderte von Schlangen, die nur auf uns gewartet haben? Was? Warum beißen die ihn nicht? Das ist doch lächerlich. Löschen, löschen, löschen. Hör zu, Loretta. Wir müssen dein neues Buch über die verlorene Stadt promoten. Du kannst dein Leben nicht in der Badewanne verbringen und Chardonnay mit Eis trinken. Ladies and Gentlemen, das heißeste Covermodel der Welt, Dash McMahon! Sie wissen, dass Sie nicht Dash sind, oder? Dash ist eine Figur, die ich erfunden habe. Dash! Okay. Oh, Mist. Miss Sage, Ihr Buch über die verlorene Stadt hat mir gefallen. Und ich glaube, Sie können mir helfen, den Schatz zu finden. Bei allem Respekt, da muss ich Sie enttäuschen. Ich fürchte, ich muss darauf bestehen. Binden Sie mich los! Das ist bloß Ihr Gurt. Oh no! Loretta Sage wird vermisst. Ich werde sie retten. Ich will, dass sie mehr in mir sieht als nur ein Covermodel. Let's start living dangerously. Oh! Alan? Was machen Sie hier? Ich rette Sie. Ich bin zertifizierter Ersthelfer und Crossfit-Trainer. Und ich hab Snacks. Schnappt sie euch! Das ist wie in Ihrem Buch. Wir sind auf einem Lovemore und Dash-Abenteuer. Ich helfe Ihnen. Was machen Sie da? Oh Gott, nehmen Sie den Kopf da raus. Es ist kein Liebesroman. Der Dschungel frisst Menschen wie uns. Wow, was ist das? Machen Sie es weg, bitte. Ich spüre, wie die meine Seele aussaugen. Reißen Sie die ab wie ein Pflaster. Machen Sie nicht solche Geräusche. Da sind noch mehr. Heilige Mutter. Sind da noch mehr? Die saugen an meinem Hintern wie an einem großen Slushy. Wir sind so dicht dran. Ich kann die verlorene Stadt finden. Wenn ich nicht auf diese Insel komme, werden meine Freundin und ihr Covermodel sterben. Ich fahre. Loretta Sage, ich hol Sie hier raus. Warum sehen Sie so gut aus? Mein Dad war ein Filmstar. Hey, wow, da unten ist alles bestens. Okay. Was suchst du da? Du, komm mal näher. Oh, ich weiß, was los ist. Du hast Angst, weil ich der große, böse Wolf bin. Ich bin der Schurke in jeder Geschichte. Und das ist die Gang. Mr. Tarantula, Mr. Shark, Mr. Piranha, Mr. Snake. Alle verstanden? Verstanden. 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 Wir sind die Gangster-Gang. Gangster-Time, Baby. Shark, Ablenkungsmanöver. Darf ich improvisieren? Na schön, aber bitte dezent. Ich bekomme ein Baby! Ist dein Arzt
ausgegeben, mehr zu sein als nur Kriminelle. Aber diese Karten wurden uns gegeben, also spielen wir sie aus. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Alles in Ordnung, Ma'am? Danke, mein Lieber. Sie sind ja so ein guter Junge. Warten Sie, wie, was? I'm a bad guy. Alles klar, Bruder? Alles bestens, ja, ja. Habt ihr euch mal gefragt, wie es wäre, wenn die Welt keine Angst vor uns hätte? Das wird niemals passieren. Leute, wie wär's, wenn wir jetzt gut werden? Bist du auf den Kopf gefallen? Ihr Gangster habt ein Imageproblem. Ihr braucht einen Imagewechsel. So criminal. Das war's mit unserer Glaubwürdigkeit. Ich hab's satt, ein Außenseiter zu sein. Vielleicht will ich auch gar kein... Was? Kein Gangster sein? Irgendwann musst du dich entscheiden zwischen deinen Freunden oder dem guten Leben. Sie sind die einzigen Freunde, die ich jemals hatte. Du hast die Chance, deine eigene Geschichte zu schreiben. Was hast du zu verlieren? Keine Ahnung, meine Würde. Und ja, der Zug ist schon lange abgefahren. Das ist ein Tierversuchslabor, gefüllt mit hilflosen Meerschweinchen. Ich rette sie. Du hast dich noch nie freiwillig für irgendwas gemeldet. Na los, Snake, mach schon auf! Ganz ruhig! Diese Türen sind schwer zu öffnen! Snake! Soll das jetzt ein Witz sein? Wir sollten sie doch retten und nicht fressen! Nun, ich würde sagen, sie sind jetzt an einem besseren Ort. I'm not bad, Snake. I'm not bad, Wenn man sorgfältig genug zuhört, dann flüstert die Vergangenheit zu uns. Wir wünschen, Albus Dumbledore zu sehen. Das wäre dann mein Bruder. Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich auf. Grindelwald reißt sie durch Hass auseinander. Wenn wir ihn besiegen wollen, dann müssen sie mir vertrauen. Diese Truppe wird den gefährlichsten Zauberer seit langem zur Strecke bringen. Ein Magizoologe, seine unverzichtbare Assistentin. Ein Zauberer aus einer sehr alten Familie. Ein Professor. Und ein Muggel. Dumbledore hat mich gebeten, dir etwas zu geben, Jacob. Warte, du machst Witze, oder? Wem würde die Aussicht nicht gefallen? Dann wollen wir mal die Welt retten, was? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Seitwärts starksen, aber ganz behutsam. Ich starkse genauso seitwärts wie du. Punkte für Hufflepuff. Darf ich? Mm-mm. Ist sehr gefährlich und sehr mächtig. Wenn der in die falschen Hände gerät, kann es übel ausgehen. Und wo haben Sie den her? Habe ich zu Weihnachten bekommen. Ist es möglich zu wissen, wann man sein Limit erreicht hat? All in. Auf vielen Menschen lastet eine moralische Schuld. Diese Schuld basiert auf vergangenen Taten. Man wird sie niemals los. All in. Du zählst Karten, richtig? So clever bin ich nicht. Aber du gewinnst. Du brauchst jemanden, der dir den Einsatz vorstreckt. Ach, so ist das. Du führst also einen Stall. Ich suche immer nach dem Siegerhengst. Mhm.
Ich saß 10 Jahre im Knast. Dort lernte ich Karten zählen. Wie machst du das? Beim Pokern muss man abwarten können. Check, raise, re-raise, call. Und dann passiert etwas. Erinnern Sie sich an ihn? Hier passiert der richtige Scheiß. Die haben Sie zum Sündenbock gemacht. Du hältst dich lieber raus. So fängt es an. Nur ein flüchtiger Gedanke. Vielleicht möchten Sie bei dem mitmachen, was ich vorhabe. Der sich aufbaut. Und das wäre? Gerechtigkeit. Mir ist egal, ob du früher etwas Schlimmes getan hast. Nichts. Nichts kann rechtfertigen, was wir getan haben. Jeder ist für seine Taten selbst verantwortlich. Kennst du den Begriff Tilt? Wie beim Flippern. Jeder kann durchdrehen. Du auch. Ist es möglich zu wissen, wann man sein Limit erreicht hat? Das wird doch wohl hoffentlich kein Schüler sein. Wenn ich etwas nicht ertrage, dann sind es Schüler um 3:30. Schüler um 10:30 sind genauso schlimm. Man könnte fast glauben, das hier ist eine Schule. Wenn wir einfach gar nichts machen, geht vielleicht von selber wieder weg. Ja, oder wir machen einfach auf. Das könnte Ihnen so passen. Wer sind Sie überhaupt? Sie bleiben jetzt alle hier. Hätten Sie nicht besser auf unseren Herrn Mertens zielen können? Sie machen Ihre Konferenz jetzt, hier, sofort. Und am Ende bekommt mein Fabian den Punkt. Der steht ihm zu. Danke Ihnen. Und was machen wir jetzt? Ja, hast du doch gehört, wir beraten jetzt über den Sohnemann. Warum hat er denn einen Punkt zu wenig? Weil es so in meinem Notizbuch steht. Das Einzige, was Sie bei der Arbeit stört, ist die Anwesenheit von Schülern. Ein Sonett von Shakespeares Lebensfreude. Aber was die jungen Leute heute antreibt, sind nichts als niederste Bedürfnisse. Nirgends wird so viel gepumpt wie bei Shakespeare, das weiß sogar ich als Sportlehrer. Ich hasse die Jugend nicht. Ich kann sie nur nicht ausstehen. Ich werde auf Hochzeiten eingeladen und auf Taufen. Kein Wunder, Sie sind wahrscheinlich jedes dritte Mal der Vater. Stimmt das? Du hattest was mit Schülerinnen? Die waren alle 18. Jeder gegen jeden und jeder nur für sich. Wir sollten uns nicht zu Göttern aufspielen mit unserer Notenmacht. Und wir sollten den Kindern nicht im Weg stehen. Unter den gegebenen Umständen. Und weil wir alle nicht frei von Fehlern sind. Die sitzen aus mit dem Punkt. Lecken Sie mich am Arsch. Möchte jemand einen Apfelschnitz? Nicht? Es fehlt der Schatten. Eine prächtige Allee. Ich will 100 Bäume. Ihr habt 30 Tage. Sonst werden diese Felder mit eurem Blut getränkt. Sie hat die Anna und ihr Kind gerettet. Bringst du die Kinder auf die Welt? Der liebe Gott bringt die Kinder auf die Welt. Ich helfe ihm nur dabei ein bisschen. 100 ausgewachsene Bäume. Das ist nicht möglich. Sollen wir mit Mistgabeln auf die los? Wer für den Kampf ist, erhebt die Hand. Was seid ihr für Feiglinge? Du musst jetzt Leben retten. Du brauchst nur den Mut, mir diesen Auftrag zu geben. Die zwei, die wir ausgegraben hatten, sind weg. Einfach so. 20 Fuhren. Als Dreingabe pflanze ich sie auch gleich ein. Gut. War er es?
Gut gemacht. Das besiegeln wir mit einem Kuss. Das besiegeln wir. Du hast deinen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Du hast den Pakt gemacht. Und jetzt sollen wir alle dafür verrecken? Ihr habt es alle gewollt. Alle! Ihr wisst es alle, wer für uns die Bäume eingepflanzt hat. Jetzt will er seinen Lohn. Ein ungetauftes Kind. Aber das wird er nicht bekommen. Jay, du hast keine Familie. Du hast absolut nichts zu verlieren. Das ist ein Geschenk, verstehst du? Und du musst lernen, es zu nutzen. Wann sind Sie Schriftstellerin geworden, Miss Jane Fairchild? Dreimal im Grunde. Am Tag meiner Geburt, am Tag, als ich meine erste Schreibmaschine geschenkt bekam. Und das dritte Mal? Das ist ein Geheimnis. Guten Morgen, Beechwood House. Jane, bist du das? 11 Uhr. Hier haben wir uns noch nie getroffen. Jane, wer war das? Falsche Nummer, Sir. Am Sonntag? Sonderbar. Er kommt immer zu spät. Das kann auch ewig dauern. Bleib so. Er studiert, nicht wahr? Was tust du da? Ich studiere. Guter Junge. Ich wollte, ich könnte dich ausführen. Champagner, Austern. Aber ich muss heiraten und Anwalt werden. Ja, das erwartet man von dir. Und du, Jane? Was hast du vor? Ich möchte schreiben über das Leben. Kummer und Schmerz. Verlangen. Diese Erinnerungen kannst du heraufbeschwören. Nicht wahr, Jane? Für mich. Für dich.